Dieses Video von Thorsten Butsch beschäftigt sich mit dem Thema Türme von Hanoi. Die Türme von Hanoi sind ein Spiel und dieses Spiel ist sehr gut dafür geeignet, um in der Informatik die Rekursion zu zeigen. Rekursion ist praktisch ein Verfahren oder eine Möglichkeit, ein großes Problem in viele kleine zu zerlegen. Und das Besondere bei der Rekursion ist, das Verfahren oder die Methode oder die Funktion benutzt sich sozusagen selber. Das heißt, die ruft sich selber auf und löst auf diese Art und Weise das Problem. Klingt spannend, vielleicht auch ein bisschen kompliziert, ist es aber nicht. Und das Ganze kann man ja sehr schön an den Türmen von Hanoi demonstrieren. Dazu muss man natürlich erstmal wissen, die Türme von Hanoi, wie funktioniert denn das? Ganz einfach gesagt, das hier ist ein Turm, der besteht aus ganz vielen Scheiben. Und dieser Turm muss hier rüber. Jetzt würde man sagen, ja, war doch ganz einfach. Nein. Weil natürlich gibt es auch Spielregeln und diese Spielregeln sorgen dafür, dass es nicht ganz so einfach ist. So, nochmal von vorne. Ich darf, und wie man das bei diesem Turm hier sehr schön sieht, immer nur eine kleinere auf eine größere Scheibe legen. Das heißt, das hier wäre zum Beispiel verboten. Also es muss immer eine kleine auf einer größeren. Aber zum Beispiel, das wäre erlaubt. Das ist ja auch wieder eine kleinere auf einer größeren Scheibe. Gut, wieder alles auf Anfang. Und ich darf immer nur eine Scheibe bewegen. Oh, und das waren schon die Regeln. Also, der Turm muss hier rüber. Ich darf immer nur eine Scheibe bewegen und muss darauf achten, dass immer eine kleinere auf einer größeren Scheibe liegt. Und, naja, wie sagt der Engländer, how hard could it be? Machen wir es mal, aber das mit diesem riesen Turm, da fängt es jetzt schon an. Mache ich das hier hin oder mache ich das dahin? Wir machen mal Folgendes. Der Turm kommt beiseite und wir fangen erstmal mit einem kleinen Turm an. So, dieser Turm soll darüber. Ist eine sehr einfache Aufgabe, weil eine einzelne Scheibe darf ich ja bewegen und ja. Aufgabe erfüllt. Also ein Turm bestehend aus einer Scheibe kann man ganz einfach bewegen, indem man die eine Scheibe halt darüber macht. So weit, so gut. Jetzt wagen wir uns an einen größeren Turm. Sagen wir, unser Turm besteht aus zwei Scheiben. Jo. Jetzt ist halt ein Problem, wenn ich die Scheibe hier rüber machen möchte, da ist ja oben eine Scheibe schon drauf. Was tun? Naja, so schwierig ist es nur auch wieder nicht, weil ich mache jetzt sozusagen einen Schritt, also ich benutze sozusagen die Regel, dass ich eine Scheibe bewegen kann, weil das ist ja etwas, was ich schon kann. Also ein Turm, der aus einer Scheibe besteht, kann man ganz einfach bewegen, indem man ihn auf sozusagen ja, einfach nimmt und halt dahin tut, wo er hin soll. Das heißt, eigentlich sind das hier zwei kleine Probleme. Einmal diese eine Scheibe bewegen. Das kann ich ja schon. Und dann diese Scheibe bewegen. Das kann ich auch schon. Das heißt, das große Problem, den gesamten Turm zu bewegen, teile ich auf, indem ich sage, als ersten Schritt bewege ich den kleinen Turm auf die freie Stelle. Dann bewege ich meine Scheibe
dahin, wo sie hin soll. Und dann nehme ich das, was sozusagen auf der Scheibe vorher drauf war, und tue es wieder auf die Scheibe oben drauf. Also drei Schritte. Alles, was sozusagen auf meiner Scheibe liegt, die bewegt werden soll, tue ich auf die freie Stelle. Dann kann ich meine Scheibe bewegen. Und dann tue ich das, was auf der freien Stelle war, praktisch wieder zurück auf meine Scheibe. Jetzt schauen wir mal, ob das Ganze auch mit 3 funktioniert. Soweit, so gut. Jetzt schauen wir mal. Ich möchte hier unten diese Scheibe hier rüber bewegen. Das mache ich, indem ich diesen Teil hier rüber bewege. Dann kann ich das hier rüber bewegen und dann setze ich das sozusagen wieder oben drauf. Wer jetzt aufmerksam war, hat jetzt festgestellt, hoppala, zwei dürfen wir ja nicht bewegen. Also muss ich praktisch meine Funktion sozusagen öfters benutzen, also praktisch die Rekursionstiefe erhöhen. Schauen wir uns das an. Also, es bleibt dabei, die untere Scheibe muss hier hin. Das geht, indem der Turm, der auf dieser Scheibe ist, hier hinkommt. Und diesen Turm hierhin zu versetzen, funktioniert so, indem ich das, was auf dieser Scheibe liegt, auf die freie Stelle setze, damit ich die Scheibe, die auf der Scheibe liegt, die ich eigentlich bewegen möchte, hier rüber setzen kann. Dann kann ich das, was hier oben drauf war, wieder zurücksetzen und damit habe ich das, was hier oben drauf war, hier rüber gesetzt. Und zwar so, dass ich alle Regeln befolgt habe. Jetzt kommt die Scheibe hier rüber und jetzt muss ich hier diesen Turm hier drauf setzen. Und das mache ich, indem ich die oberste Scheibe auf die freie Stelle setze, damit diese Scheibe hier alleine ist. Dann kann ich die bewegen und dahin setzen, wo sie hin soll. Und dann muss ich die Scheibe, die hier oben drauf war, wieder dahin setzen. Also immer 3 Schritte, die ich anwenden muss. Diese Scheibe setze ich hier rüber, indem ich das, was oben drauf ist, hier rüber setze. Diesen Turm, bestehend aus 2 Scheiben, was praktisch hier oben drauf ist, kriege ich darüber gesetzt, indem ich das, was auf diesem Turm ist, dahin setze, damit ich praktisch den Sockel von diesem Turm hier hinsetzen kann und dann muss ich das wieder zurücksetzen. Das Ganze funktioniert dann natürlich auch mit 4 oder mit 5 oder mit 6 und mit beliebig vielen Scheiben. Und deshalb ist das eigentlich ein sehr schönes Beispiel, wie das mit der Rekursion funktioniert. Wenn das hier sowas zu Hause nicht hat, man kann ja sich ganz einfach aus, was weiß ich, Pappe oder so, ein paar Scheiben ausschneiden und das Ganze mal probieren. Versucht das mal wirklich nachzuvollziehen, wie dieses Spiel funktioniert und schaut mal, ob ihr das mit ein paar mehr Scheiben hinbekommt. Wenn man das nämlich, das Spiel letztendlich verstanden hat, wie das funktioniert, wie ich das eben erklärt habe, dann hat man eigentlich schon die Rekursion verstanden. Zumindest eine Anwendung der Rekursion verstanden. Daher eigentlich eine ganz spannende Geschichte, die Türme von Hanoi.